Hallo, liebe Zuschauer, ich bin der Regisseur Uli Edel, Regisseur von Das Adlon. Ich nutze meine Kaffeepause im Moment, um Sie durch unseren Set zu führen. Das ist also unsere große Lobby, die Lobby-Treppe, wo gerade mein First AD runterkommt. Frank Kuscher. Erster Regieassistent, Frankie, der beste Regieassistent in Deutschland, möglicherweise der Welt. Er ist der Motor hinter dem Ganzen, treibt mich immer an. Die sind handbemalt, sehen aber sehr echt aus. Die Sachen sind also alle von Hand bemalt worden, damit sie diesen Marmor-Look bekommen. Ähnliches ist passiert hier an der Rezeption, wo Frankie steht. Da ist sehr viel Liebe ins Detail gelegt worden. Der Vorbau für dieses beeindruckende Set lief über 7 Wochen, wobei das sozusagen die Bauzeit ist, die die Ausstattung brauchte und auch natürlich die Zeit, die eine spezielle Lichtcrew brauchte, um hier das ganze Set sozusagen mit Licht von der Decke zu versorgen, weil hier sind sehr viele Lampen eingebaut worden, die in der Höhe verstellbar sind, sodass wir dieses große Set auch die Drehtage durch immer ganz flächig bespielen konnten. Dann haben wir hier unseren berühmten Elefantenbrunnen, der auch heute noch ein Replika im neuen Adlon steht. Der stand tatsächlich im alten Adlon. Aber unser ist größer als der im neuen Adlon, richtig? Und das ist, der ist größer gebaut. Was Sie da oben sehen mit den Lampen, da wird später mit CGI eine Kuppel eingebaut werden, eine Glaskuppel. Wenn Sie mal hochschwenken, da kommt also das. Diese Lampen simulieren Tageslicht. Ja. Und da wird uns dann die Computertechnik helfen, das auch einzufügen. Hier haben wir gusseiserne Frösche, die allerdings so ganz eisern nicht sind, wie Sie sehen. Und, aber der Brunnen funktioniert. Genau. Den können wir sogar dann Ihnen später noch mal laufen zeigen. Gut. Jetzt wollen wir noch einmal die Drehtür zeigen, die wir im Übrigen nicht nur hier in Berlin stehen haben, sondern die hatten wir auch schon in Bayern mit uns mit, wo wir sozusagen auf dem Bavaria-Gelände die Außenfassade des Adlons hingestellt haben, eine Etage mit dieser Tür, um dort die Sachen zu drehen, die vor dem Hotel spielen. Da muss man allerdings dazu sagen, wir haben da auch die Außenfassade abgefackelt, das heißt abgebrannt. Das Hotel Adlon ist ja abgebrannt. 1945. Und dabei ist die Türe, was nicht beabsichtigt war, auch mit abgebrannt, sodass eine neue Türe hergestellt werden musste. Oder repariert werden musste. Oder repariert werden musste. Und da steht sie nun. Also kann man noch sagen, dass alle Sachen hier, also so auch die Herstellung und Reparaturen, alles in Deutschland hergestellt wurde. Made in Germany. Made in Germany, genau. Jetzt gehen wir hier mal durch. Geh mal durch, ich folge dir. Und jetzt die nächste Szene hier in dieser Halle. Die wird, spielt 1944. Da wird diese Halle in ein Lazarett umgewandelt werden. Und ja. Da wird man es dann wahrscheinlich nicht sehen. Und da werden wir sehr viele verletzte deutsche Soldaten sehen, die von der Front kommen. Und hier von Krankenschwestern versorgt werden. Was auch so in Wirklichkeit passiert ist. Willkommen im Adlon. Lazarett. Kriegsende. Drama! Und hier stehen wir vor der Amerika Bar. American Bar, die es auch im Adlon gab. Die hier eine Nachbildung nachgebildet wurde. Mit einem Flügel, mit einer Bar, Kamin und ein kleines Restaurant im Hintergrund angedeutet, in dem auch einige Szenen in unserem Film spielen. Ja, ich hoffe, der kleine Rundgang hat Ihnen gefallen und Sie konnten ein paar Erkenntnisse hinter unseren Kulissen gewinnen. Schönen Dank und viel Spaß beim Schauen. Und nächsten Januar können Sie das Ergebnis im ZDF sehen in 3 Teilen. Vielen Dank.